Ich habe in eurer Armee gedient. Ich habe eure Uniform getragen. Alles, um den Frieden für mein Volk zu sichern. Aber die gleiche Armee, für die ich gekämpft habe, hat nun meine Familie getötet. Für euch waren sie nichts weiter als das Opfer einer Auseinandersetzung. Für mich waren diese Menschen die Quelle des Lebens. Nicht schießen! Ich bin auf deiner Seite! Dies ist Gottes Haus! Ich bin eins von Gottes Kindern. Verlass mein Land oder ich schieße dich nieder! Er nennt es sein Land! Aus dem Fluss und sein Vater war, wie sich herausstellte, ein Earl. Genau wie unser Colonel, Sir. Das stimmt, ja. Nein, eigentlich nicht. Im Vergleich zu ihm war er anständig. Ich muss sagen, Mrs. Scott, dass ich Ihrer Methode überaus skeptisch gegenüberstehe. Sir? Wir haben dieses Land nicht in Besitz genommen, um es der Herrschaft des Mobs zu überlassen. Gesetz und Ordnung, Mrs. Scott, das ist die Devise. Guten Morgen, Colonel Elliot. Vorher weiß ich, dass du nicht zu ihm gehörst. Dein Risiko. Wenn wir das nächste Mal zusammentreffen, werden die Dinge anders verlaufen. Ja, dann werde ich besser zielen. Die Männer sollen aufsitzen.